Kinderkrankenschwester Christine Herrmann kümmert sich um die ganz Kleinen in der Asklepios-Klinik Barmbek. Frühchen Henry hat Hunger. Also Henry wird jedes Mal zur Versorgungsrunde alle 4 Stunden das Essen angeboten. Wenn er möchte, kann er gerne was trinken. Im Moment ist es noch ein bisschen zu anstrengend für ihn. Deshalb bekommt Henry seine Milch durch einen kleinen Schlauch. Auch Leonie ist ein Frühchen. Man gewöhnt sich auch nicht daran, finde ich, an die Größe. Es ist immer wieder ein Wunder, 500 Gramm Frühchen zu betreuen und zu pflegen und zu sehen, wie sie größer werden, wie sie gedeihen. Das ist immer wieder toll. Känguruen nennen es Christine Herrmann und ihre Kolleginnen, wenn die Babys bei Mama oder Papa auf den Bauch können. Geborgen wie im Beutel eines Kängurus. Sehr wichtig für die Entwicklung der Kleinen. Schläft bei mir immer schön ein. Das ist ganz entspannt. Papas Herzschlag ist ganz ruhig. Kann man immer schön schlafen. Wie man sieht. So wenig Technik wie nötig, so viel menschliche Zuwendung wie möglich. Christine Herrmann und ihre Kolleginnen bekommen immer mit, wie es den Kleinen geht. Bei Leonie ist die Herzfrequenz kurz abgesackt. Genau, die war gerade auf 90 abgefallen, hat einmal vergessen, einmal tief durchzuatmen. Hat man auch an der Mimik gesehen, dass sie sich richtig konzentriert hat. Oh, jetzt muss ich atmen und aufhören zu trinken. Die kurze Pause tut gut. Leonie kann weiter trinken. Genau. Gleich nebenan ist der Kreissaal. Ärztin Daniela Moses-Leiser kann die zu früh geborenen Babys sofort untersuchen. Nach der Geburt sind die ja überall nass und kühlen extrem schnell von der Körpertemperatur her aus. Deswegen ist es hier auch so schön warm, ne? 10 Minuten später ist die Kleine sauber, frisch verpackt und gewogen. Stolze 1900 Gramm. Also das ist so ein stabiles Kind jetzt, wo man dann sagt, sie darf erstmal zur Mutter. Das ist natürlich auch ganz wichtig, dass Mutter und Kind eine Bindung, Möglichkeit irgendwie haben, eine Bindung aufzubauen. Das geht natürlich am besten, wenn sie doch mal 10, 15 Minuten auf die Brust kann. Okay. Und da hätte ich jetzt keine Sorge. Weil, ne? Bist du süß? Auf zur Mama. Die Familie wartet schon.